Hallo und herzlich willkommen zurück zu SpongeBob Schwammkopf. Kampf um Bikini Bottom. Ja, es geht weiter. Wir sind genau da, wo wir aufgehört haben. Ich habe noch nichts gefarmt. Ich habe mir nur ganz kurz die Trophy List durchgeguckt, um sicher zu gehen, dass ich irgendwie nicht verpasse oder sonstiges. In dem Sinn, dass ich es danach nicht mehr holen kann. Also sprich Missable Trophies, ist in dem Fall nicht da. Man kann ja überall hingehen, wie man will und wann man will. Das heißt, es ist super gut und einfach zu lösen. Und deswegen dachte ich mir, ich spare mir auch das Farmen hier für Mr. Krabs. Das kommt dann ganz natürlich. Und wir können eigentlich mal ein paar Unterhosen holen für SpongeBob. Fällt mir gerade ein, wir haben nur 2 von 4. Und ja, gerne Like da lassen, kommentieren. Alles, was dazu gehört. Und auf Twitch followen, bitte. Wäre super geil von euch, ne? Wo war das Schlafzimmer nochmal? War das hier? Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Perfekt, ist direkt alles voll. Sehr, sehr schön. So muss das. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir jetzt hier hin. Quallenfelder. Ah, die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. Au. Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sprottenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist doch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und... Ach du meine Güte, du hast eine Glatze. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischerfeldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus. Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst. Okay, da sind wir wieder. Ja, falls ihr euch merkt, wieso hier überall Schnitte sind, nicht wundern, bei mir spinnt heute das Mikrofon. Und irgendwie hat dann auch die Aufnahme gesponnen. Ich hoffe, das wird jetzt wieder alles nochmal laufen. Ich habe mir den Clip nochmal angeschaut und quasi nochmal aufgenommen für euch. Weil es sonst anders nicht ging, muss ich dafür ein neues Spiel starten. Aber naja, das ging relativ schnell. Das ist Schlamm. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. Okay. Aber das heißt, Sandy kann schwimmen. Nein. Hm? Okay, das geht so nicht. Na gut, dann haben wir jetzt eins verpasst. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du beide Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich zu einer der anderen teleportieren, indem du hineinspringst. Okay. I take that. Nenn mich auch Schwamminator. Kann ich die kaputt hauen? Ja. Sehr gut. Die Musik ist super. Ist halt so richtig Kindheit gerade, ne? I love it. Können wir keine Quallen fangen? Ich muss nämlich Roboter fangen. Okay, das geht nicht. Das wollte ich nur mal kurz ausprobieren. Und bumm. Alle auf einmal.
Okay, was haben wir hier Schönes? Noch eine Unterhose. Oho. Das geht aber auch. Okay. Also Unterhosen hier sind ja en masse. So viel Schaden kriegt man ja gar nicht, dass so viele Unterhosen ist. Jetzt habe ich es auch gesagt. Den ich wahrscheinlich übelst auf die Fresse kriege. Autsch. Okay, einmal schon mal auf die Fresse bekommen. Sehr gut. Können wir gleich mal eine holen gehen. Unterhosen. Okay, aber die vier Unterhosen bleiben für immer. Das heißt, goldene Unterhosen sind King. Die sollte man immer haben. Oh Gott, bloß nicht ins Wasser. Sowieso so dumm, dass ein Meeresbewohner nicht im Wasser schwimmen kann. So. Okay. Ist hier noch irgendwas? Nope. Gut, dann zerlegen wir die hier. Einmal, zweimal und... Na komm. Na komm. Einmal. Okay, da unten scheint es nichts zu geben. Hier brauchen wir 125. Um die Brücke wieder aufzubauen. Okay, machen wir gleich. Nein, jetzt habe ich es schon wieder gemacht. Ich muss erst springen und dann zerstören. Okay, was haben wir hier noch? Noch mehr Unterhosis. Da geht's. Oh, da unten ist ein Pfannenwender. Okay, merken wir uns mal. Das heißt, wir müssen sterben. Ein paar Mal. Vermutlich. Jetzt spielen wir Unterhose. Da unten ist was. Okay, dich hauen wir mal zu Klump. Hier ist aber schön viel. Und eine Socke. Okay, aber... Ja eben, das wollte ich gerade sagen. Das ist doch eigentlich dumm. 998, 999, 1000. Bereit oder nicht, ich komme. Ich komme. Okay, das geht nicht. Okay, aber ich muss es ja irgendwie so kriegen. Ja, so. Nee. Okay, vielleicht muss man irgendwas aktivieren, damit man das holen kann. Vielleicht bin ich das schon zu schnell. Wir gehen nochmal zurück. Und das Gute ist, man verliert nicht die extra Unterhosen. So. Badawing, badawung. Hau ich alle um. Okay, aber die... Also die Kisten spawnen zwar alle neu. Aber jetzt so wie hier vorne, das glänzende Ding, was ich verpasst habe, das spawnt nicht neu. Also die sind einmalig. Das ist interessant. Okay. Da ist auf jeden Fall eine Socke, wo ich nicht hinkomme. Komm ich da hoch? Warte. Naja, egal. Hier ist bestimmt noch irgendwo irgendwas versteckt, wo ich nicht sehe. Ich glaube, am Ende werden wir mit einem Wald hier durchrennen müssen. Um alles zu holen. Also sprinten kann ich auf jeden Fall nicht. Das ist das Schnellste, was geht. Ich finde die Geräusche super. Okay, Unterhosen sind voll. Die ist down. Dann bleibt uns eigentlich nur die Miesmuschel da vorne, ne? Ja, das können wir noch mitnehmen. Das und... Den hier. Also. Jede Koralle zählt. Okay, ich bezahle.
sicher. Deswegen glaube ich auch, dass da drüben irgendwas passieren wird, das mir da den Weg frei macht. Checkpoint. Das ist ein Checkpoint. Wirst du besiegt, nachdem du einen Checkpoint aktiviert hast, beginnst du am Checkpoint neu, anstatt am Anfang des Bereichs. Okay. Okay, ist nur eine Unterhose hier. Jetzt habe ich wieder zuerst zerstört. Das ist so, wie so eine Krankheit. Zuerst zerstört. Hier sind blaue. Okay. Ja. Und den. Julio. Roboter, weg mit dir. Kann ich mit dir was machen? Nope. Schau mal, da sind Zeugs. Na also. Okay. Was gibt's hier noch zu entdecken? Das ist eine Frierfrucht. Nur Patrick kann die Frierfrucht nutzen. Ah, okay. I see. Also man kann mit verschiedenen Charakteren hier durch. Okay, wahrscheinlich wird Sandy dann schwimmen können oder so. Von der war ja nicht die Rede. Dass sie nicht schwimmen kann, sondern nur, dass SpongeBob und Patrick das nicht können. Okay, es gibt sehr viel Zeug zu holen. I like it. Ich mag solche Spiele, ne? Also das ist so. So Spiele, solche Spiele habe ich in der Kindheit gerne gespielt. Okay, hier ist ein Fass. Oh Gott, das war knapp. Weiß ich gar nicht, ob ich jetzt da hochgehen sollte schon. Wir haben ja hier noch den Weg. Oh Gott. Und da sind auch noch Sachen. Und da war auch noch was Grünes. Mein Gott, habe ich hier Sachen übersehen. Ich sollte mehr nach oben schauen. Okay, und hoch die. Nice. Aber ich komme doch hier gar nicht rüber, oder? Doch. Perfekt, alles mitnehmen. Das heißt aber, ich komme auch darüber. Es sieht überhaupt nicht danach aus, ne? Aha. Okay. Special Geheimweg. I like it. Und eine Socke. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. Oh ja. So, und boink. Cool. Haben wir irgendwas ausgelassen? Schaut nicht danach aus. Auf der Insel waren wir, dann gehen wir jetzt da hoch. Vorsichtig hier nicht. Autsch. Von den Dingern erwischen lassen. Ah, natürlich zweimal erwischen lassen. Egal, Unterhosen kommen safe noch. So wie hier. Mit Perwoll gewaschen. So, ruhig. Ah. Okay, wie komme ich hier? Oh Gott, das hat funktioniert. Oh Gott. Das muss ich doch zerstören können. Na, Gott sei Dank. Hey, Gary. Ja. Wow, ein Bungee-Sprung für einen goldenen Pfannenwender. Ich glaube, ich bin im... Ich bin im Himmel, wollte ich noch sagen. Ich habe zu früh abgebrochen. Entschuldigung. King Jellyfish. Das ist gut. Der kommt später. Erstmal holen wir hier alles. Okay, dann check, check, check. Das ist ein Bungee-Sprung. SpongeBob kann hier einen Bungee-Sprung machen, um vom
Um von dem Bungee-Haken einen Bungee-Sprung zu machen, musst du lediglich dorthin springen und ihn berühren. Drücke die X-Taste, um nach unten zu sausen. Verlassen kannst du den Bungee-Sprung, indem du Kreistaste drückst. Okay. Dann würde ich sagen, Benjamin. Oh Gott. So komme ich an die ganzen Sachen hier. Ei, der macht das mit der Unterhose. Eieiei. Okay, komme ich noch so tief oder muss ich neu starten? Ne, ich muss neu starten. Okay. Ah, da sieht man die Arschbacken. Okay, und tschüss, Ranimo. Da ist er. Okay, cool. Ich hab alles geholt. I like it. Es ist so stupide, das Game, ne? Aber ich liebe es. Okay, hier ist was zum Hauen. Kann ich da oben hin? Nope. Weg mit dir. Und weiter, und weiter, und weiter. Und Checkpoint. Alter, ist hier viel. Ist das ein Boss? Wird wohl ein Boss sein. Oder eine neue Art Gegner. Nimm das. Okay, einfach nur eine Art Gegner. Moment. Hätte auch ein Boss sein können. Jetzt in alter Dark Souls Manier. Boah, so ein Dark Souls SpongeBob hätte ich Bock. Ja, ich kann ihn auch haben. Na gut. Großer Schinken, den habe ich verstanden. Unterhosen. Okay, wir sammeln mal alles ein, was wir hier können. Und das hier. Sehr gut. Und noch was. Schaut nicht so aus. Dann zerlege ich's. Jellyfish. Ein paar grüne, ein paar gelbe. Da hinten ist irgendwas mit Bowling. Was ist hier? SpongeBob muss das Blasenbowling beherrschen, um dieses Spiel spielen zu können. Ah, okay. Also eine neue Fähigkeit, die wir noch nicht haben. I like that. Und sonst ist hier erstmal nichts. Es war doch irgendwo von so einer Kiste die Rede zum Teleportieren. Oder sind wir da noch nicht? Das sieht so gefährlich aus hier. Nicht unbedingt gewollt. Okay, da oben ist was. Eins. Oh, blaue Jellyfish. Okay, bevor wir darüber gehen, wir haben hier noch was zu entdecken. Einmal hier den geilen Jump. Da kommen wir her. Ist hier oben noch was? Nee. Okay, dann haben wir die Bäumchen hier, wo ich noch drauf könnte. Aber wie? Ah, wait a minute. Oh. Cool. Das habe ich nicht kommen sehen. Okay, warte, so nicht. Hopp. Hä, das geht nicht? Oder bin ich jetzt zu blöd? Nee, da ist eine unsichtbare Mauer. Oder darf ich nicht von der Seite hinspringen? Warte. Ah, jetzt komm. Nee, geht nicht. Okay. Das geht auch nicht. Ich glaube, da muss man von da oben kommen. Und dafür muss man von da oben kommen und dafür...
Über den Baum hier? Nee, oder? Schaut nicht so aus. Naja, wir werden es noch rausfinden. Gehen wir mal weiter. Vielleicht gibt es da irgendwo was. Hier ist was zum Hochjumpen. Das war's? Echt jetzt? Okay. Weg mit dir, weg mit dir und weg mit dir. Kann ich darüber? Scheiße. Das war schlecht. Oh, nö, nicht alles wieder. Okay. Also, warte mal. Aha. Ich glaube, das war gar nicht mal so falsch. Okay, unsichtbare Wände. Nevermind. Spiel, lasst mich das nicht machen. Na gut. Dann machen wir das so, wie es gewollt ist. Oh, aber die Kanone ist auch wieder da. Aha. Spawnen wirklich alles nochmal neu. Aua. Na gut, na gut. Das Gute ist, die offen rumfliegen, muss ich nicht nochmal neu einsammeln. War ich noch eine Unterhose? Nee. Es werden nur die Kisten resettet, zum Glück. So, aber die Level sind doch schon ganz schön lang hier. Ich überlege immer noch, wie man das am besten löst mit den Aufnahmen. Quasi mache ich ein Level pro Aufnahme oder irgendwie so ein Zwischending. Ich würde sagen, wir machen jetzt den Level fertig in der Aufnahme und dann gucken wir mal. Beziehungsweise, je nachdem, wie weit es noch geht, vielleicht hören wir schon vorher auf. Ich denke mal, es ist nicht mehr so viel bis zu dem Jellyfish King, ne? Sagen wir hier? Das ist Schlamm. Naja, gut. Das wissen wir. Auch wenn Schlamm aussieht wie Wasser. Irgendwo muss er ja dann endlich da sein. Aua. Da ist eine blaue Koralle. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ja, die zerstören kann ich nicht. Okay, die neuen Arten von Roboter mag ich nicht. Die sind gefährlicher. Okay, jetzt kann ich dahin. Und dann fuck. Oh Gott, das war knapp. Und nochmal. Und jetzt darüber. Wie er die Zunge draußen hat. Ist das ein Honk? Aha. Noch ein Fund für Patrick. Guck an. Eine Socke gefunden. Und das ist der Angelhaken. Und von hier aus geht's wieder zurück nach da. Cool. I like that. Oh Gott. Ja, damit habe ich nicht gerechnet, aber den nehmen wir mit. Warte mal, ganz nach unten und dann schnell. Okay. Da. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du beide Teleportkisten in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich von einer zur anderen teleportieren. Okay, das wussten wir ja schon, aber jetzt weiß ich auch, wo die ist. Die Maschine, die dort schnaubt und zischt, ist ein Duplikatotron 1000. Der D-1000 produziert weiterhin Roboter, bis er zerstört wird. Sei auch vorsichtig, sonst knallt es ordentlich. Alles klar. Das meinten die mit, das knallt sonst ordentlich. Okay, sollte hier nicht der Boss sein?
Hangelwinde. Um zur Qualenhöhle zu reisen. Also nicht Hölle, sondern Höhle. Jungfrau-Mann, ich habe alle deine Comics, Spielzeuge und deinen Briefverkehr. Was? Ach ja, das ist dieser Schwabenjunge. Also, was sollte ich dir noch sagen? Dass Patrick von Robotern umzingelt ist und meine Hilfe braucht. Nein. Ich glaube, es ging darum, dass meine Füße massiert werden sollten. Also, wenn eine Fußmassage bei dir hilft, Patrick zu retten, dann muss ich das wohl machen. Hilfe! Die machen, dass ich mich selbst haue! Die Fußmassage funktioniert wohl nicht. Ich sollte mir einen direkteren Ansatz überlegen. Meine Zehennägel schneiden? Patrick, boah, Alter. Ich komme! Okay, aber das ist hier doch ein perfektes Ding, um den Cut zu setzen. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, wie wir Patrick retten. Lasst ein Like da, kommentiert, abonniert und followt gerne auf Twitch rein. Ich streame dreimal in der Woche, von Mittwoch, Freitag und Samstag immer ab 21 Uhr. Also, danke und bis dahin. Ciao.